Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Genau, ich bin wieder drinnen. Also, ich habe ja lange gelivestreamt, auch wegen Diablo 4. Ich mache ja jedes Hack and Slay. Und ich möchte gerne auch wieder Last Epoch livestreamen können, aber es braucht extreme Leistung. Und ich habe mich jetzt einfach ein bisschen vorbereitet. Hier habe ich, wo war das da unten? Wo sind die Inseln? Hier. Ja, einfach dieses genau auf einer anderen Zeitlinie stimmt. Gemacht bis zu 8. Ja, da sind sie sowieso. Genau, 9 ist es, glaube ich. Und jetzt müssen wir ins Observatorium. Also bis zum Observatorium habe ich wieder gespielt. Alleine. Und ja, davor noch ein paar Livestreams hier gemacht, wo ich diesen Bild ein bisschen vorgestellt habe. Und weil das ja in einem Let's Play ist, tue ich das nochmals ein bisschen sagen nachher. Jo, das ein bisschen überspringen. Das werde ich nicht machen. Und jetzt müssen wir diese Properties ja wieder ein bisschen einstellen. Genau. So, wir müssen einfach das Richtige haben. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen schauen, was wir brauchen. Einzigartige Idole haben wir, glaube ich, nur diese Magier und diese ganz kleinen. Ja, Idole brauchen wir nicht. Wir könnten eigentlich gebrauchen Gürtel, Relikt, also nein, Götze, Unique-Götze, aber nur bei diesem einen zweiten Boss von links, Monolithen. Und einzigartige Stiefel könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Set-Helm nicht. Einzigartiger Helm. Jetzt müssen wir kurz schauen. Ich mache das mal kurz an, weil ich ja den gelben Rand sonst habe. Genau diesen einen, ja, der ist wichtig, den nehmen wir. So. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich ja immer so ein bisschen das Gefühl, man kann ja nicht mehr so gut ohne Blind oder einfach irgendwas spielen, auch wegen dem Itemfilter dann immer anpassen. Und ja, ich bin jetzt einfach an diesem Bild noch machen, bis Circle 2 dann kommt. Wir haben noch genug zu tun, Gürtel. Was hat es jetzt da ausgewählt? Hä? Sieht die irgendwie. Arctus-Linsen haben wir noch keine. Ich verstehe es noch nicht so recht. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Also noch nie. Ah, ich muss doppelt draufklicken. Deshalb, ich habe da unten neue Würfel. Oh, ich musste lesen. Genau, und das hier. So. Und wo sind die Prophezeiungen jetzt? Also. Ich verstehe es noch nicht so recht. Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen schwer mache. Ich bin jetzt gerade wieder sehr müde wegen den Schlaftabletten, Baldrian-Tabletten. Und möchte euch ja natürlich irgendwie nicht gerade irgendwas zeigen, was jetzt nicht richtig ist oder so. So, also ich habe irgendwie Prophezeiungen, aber ich weiß nicht jetzt nicht, wie ich weitermache. Ansehen. Ah, und hier kann man jetzt. Die sind jetzt einfach hier drin. Oh, okay. Ich wusste das gar nicht, dass man da irgendwie noch umsteht, also zum Menschen gehen muss. Also ich denke mal, Arsenal von Vion kenne ich, glaube ich. Arena, genau. Und das ist hier, haben wir den noch nicht, also habe ich den noch nicht gemacht, ihr wisst es ja noch nicht. Arena Rang 2 können wir machen. Herrschaft des Drachen. 110 Verderbnis können wir noch nicht machen. Und 10 Feuerbastion Dungeon Rang 4, das ist noch zu schwer. Okay, aber ein paar könnten wir machen. Die Hälfte ungefähr. Und jetzt müssen wir aber die. Nein, die Kampagne mache ich jetzt noch nicht fertig. Es lohnt sich zwar, aber ich möchte ja euch ein bisschen bessere Action zeigen, damit ihr auch zuschaut. Es ist halt immer schwer für einen Let's Player da, die Leute auch zu motivieren. Also Hardens Hülle ist, glaube ich, hier. Ich will unbedingt das Unique haben. Das möchte ich jetzt mal kurz nachschauen, ob ich das jetzt gerade direkt machen kann. Komm schon. So. Ja, ich kann es nicht so schnell machen. Das ist hier, oder? Man kann es nicht nachlesen. Also wir machen den Drachen. Und das ist ein bisschen längerer Weg. Jo, ich zeige euch jetzt den Bild ein bisschen. Und wir kommen ja dann bald zu den Empowered, weil der Bild ist eigentlich genug stark.
Also wir haben fast den Drachen, dann machen wir mal das Leuchtfeuer hier unten noch. Und dann die Quests. Imperator des. Wer ist der Drache überhaupt? Ja, irgendwas Imperator des Bösen singen wir. So, also ihr seht es, es funkt viel zwischen uns und den Gegnern. Und das erste Mal, ich greife mit diesem Mana Strike an. Der ist Nahkampf. Man kann ihn aber Fernkampf machen, das habe ich gemacht. Und dadurch wird er einfach da ausgelöst, wo der Ding ist, der Auszeiger, genau. Und dadurch werden bestimmte Sachen geprockt. Also mit einer Chance werden zum Beispiel die Frostklaue geprockt, dann auch dieses Spark auf Englisch, Funken gleich auf Deutsch. Und das sind dann die Explosionen, die überchargen und werden dann zu so Explosionen. Das sind einfach kleine, ja, Schaden, Blitzschaden. Glaube ich gegen Einzel oder gegen mehrere Gegner. Auf jeden Fall bin ich noch nicht so drin bei der Funktion vom Runenmeister, oder? Und vom Sorcerer, glaube ich, war das früher auch. Und eben noch natürlich dort. Genau. Und ja, Ding wird ausgelöst, Waffe verzaubern. Dann gibt es sicher noch ein paar andere Sachen, die noch ausgelöst werden. Und das macht alles. Im Ganzen macht das ja, so zwischen 4.000 und 10.000 Schaden oder so. Und das ganz schnell hintereinander. Und deshalb ist dieser Beat auch so mega OP. Ich glaube, es ist der Beat, der am höchsten kommt. Weil dieser eine Marksman-Bild mit dem Nahkampf, Explosionen, Schüssen da. Der ist sehr squishy bei manchen Gegnern und hat keinen Schutz, oder? Jo. Und deshalb mache ich den Bild, damit ich euch das Endgame wirklich zeigen kann, weil ich kann nicht so viel spielen, das geht nicht. Ich bin leider nicht einer, der unendlich Zeit hat. Da kriegt er drauf. Seit wann gibt es verdoppelt ab 200-300 Mana? Das ist ja mega geil. Aber wir haben ja noch einen besseren Unicam. Also ich nehme ihn nur mit, damit ich ihn habe. So, dann habe ich hier nochmals einen Punkt zu setzen, glaube ich. Da habe ich 10 von 10, denke ich. Und dann ist es der hier. Wegen Elektrifizierung beruhen worden. Also schauen wir lieber nach. Das ist jetzt nicht gerade so bequem für mich weiterzumachen. Ja, das ist nur hier Lightning. Dann muss ich hier vorne nur das obere nicht ganz voll machen. Da müssen zwei Punkte rein und da zwei Punkte. Und hier fertig. Ja. Nein, fünf noch. Okay, das reicht wahrscheinlich bis hierhin. Gut, also das obere nur. Ja, das sind vier Punkte. Ja. Okay, also fünf Punkte. Also dann haben wir hier noch. Aber wir könnten eigentlich den Drachen jetzt direkt machen, aber ich möchte das Leuchtfeuer unbedingt noch haben. Genau, und er kann man natürlich teleportieren. Jetzt muss man halt zuerst Mortens killen bei der Fähigkeit. Und es hat eine längere ja, Cooldown, oder? Einen längeren Cooldown auf Deutsch. So, grammatisch richtig. Sein Drago. Jo. Und die Sache ist halt einfach, wir haben so viel Schutz, dass der Schutz eigentlich bei mir jetzt momentan noch gar nicht runtergeht. Also ich tue viel schneller aufladen, als er runtergeht. Und ich kann auch bei den Gegnern drin bleiben. Die Gegner machen zu wenig Schaden, damit ich wirklich runterkomme. In der Zeit, wo ich wirklich, ja, ein bisschen kämpfe, wenigstens, oder der Schutz halt einfach bekomme. Und wenn ich nur rumstehe, bekomme ich ja den Schutz eigentlich nicht so schnell über, wie die Gegner Schaden bekommen. Also ich sterbe, weil ich inaktiv bleibe. Trotzdem noch nach einiger Zeit. Aber es dauert auch sehr lange. Genau. Und jo, Last Epoch motiviert mich ja extremst. Auch wenn ich jetzt gerade OP bin oder so. Ich habe eine richtig geile Lust auf Last Epoch. Und ich habe es eigentlich so eingestellt, dass meine Grafikkarte und RAM nicht überlastet sind. Weil die Grafikkarte, also mit 3070, eigentlich ziemlich gut. Aber, also eine GeForce 3070, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine spezielle davon ist, aber einfach von Asus, glaube ich, oder so. Die haben gut die Grafikkarte gemacht. Nur die RAM ist halt nur 16 GB und tut dann
einfach zu fest Leistung entwickeln. Und ich mache euch jetzt eine bessere RAM und eventuell noch eine zweite Grafikkarte, dann ist das weg. Aber ich weiß nicht, ob eine zweite Grafikkarte gut hier durch die Kabel durch installierbar ist. Das muss vielleicht jemand noch helfen. Ansonsten muss ich halt mit Einschränkungen ein bisschen manchmal ja, das Spiel spielen, weil das so schlecht optimiert ist. Weil dieses Level macht keine Probleme, aber gewisse Level, die selten kommen, machen mega Probleme bei mir. Und lassen sogar bei den Livestreams manchmal den PC überhitzen. Aber wenn jemand das versteht, der darf gerne mir helfen. Ich bekomme halt sonst auch nicht viel Hilfe über. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die wirklich etwas helfen können. Die Grafikkartenhersteller hat vieles auch falsch machen heutzutage. Oder auch die Spieleentwickler eher. Die Spiele lassen sich zu sehr überlasten mit der Engine. Ja. Und die Grafikkarten machen zu viel FPS. Das ist mit diesem G-Sync. Ich weiß nicht, wie man das G-Sync wirklich ganz ausstellen kann. Ich muss das auch mal testen, benchmarken, oder? Das mache ich gleich mal, wie viel FPS ich wirklich auch im Game habe. Nur dann stürzt ja wieder das Game ab. Ich habe einfach viel zu viele Probleme mit solchen Sachen. Ich bin einfach ein Opfer. Andere haben nicht Probleme, aber der Drago, der muss Probleme haben. Weil er macht nicht so viel wie andere. Das heißt, ich stelle nicht um, wenn ich nicht muss. Wenn ich weiß, ich kann das umstellen ohne Probleme, dann mache ich es. Aber ich bin wie zu wenig ausprobieren. Ich habe zu wenig Zeit und zu wenig Mut, etwas auszuprobieren, etwas zu modden, also etwas zu übertakten oder so. Auch weil so Übertaktprogramme dann auch wirklich abkürzen lassen, das Spiel oder so. Ja. Also wenn jemand sich mega gut auskennt und weiß, was er macht, dann darf er mir gerne helfen. So. Und belohnen. Weil ich brauche das einfach. Ich habe es nötig. Ich bin ein Livestream. Ich kann nicht einfach ja das Spiel nicht spielen. Ich muss es spielen. Ich will es spielen. Ich kann nicht einfach ignorieren. Oh, ich gehe zum nächsten Spiel oder so. Nee, die Leute wollen es ja sehen und ich will es ja auch spielen. Ich bin einfach einer, der auch lange an den Spielen dran hängt. Ich brauche die Spiele wie meine Zigaretten zum Beispiel oder Alkohol. Nur spiele ich nicht immer. Also ich bin nicht süchtig, sondern ich bin treu. Und wenn ich muss, dann spiele ich. Weil ich euch das zeigen will. Und wenn ich sehe, ja, das Projekt ist wirklich jetzt nicht so, dass wirklich, ja, dass ich wirklich mehr als 30% lohnt, dann bin ich halt derjenige, der Pausen macht. Also wenn ihr Projekte sehen wollt, die Pausen machen, dann schaut die Projekte lang, schreibt Kommentare drüber, also in den Videos oder Aufzeichnungen, kommt live und dann habt ihr die Spiele bei mir. Und ich kann die Spiele wirklich gut spielen und lange spielen, ich habe immer Spaß. Und das verstehen wahrscheinlich viele nicht so. Und machen es halt dann falsch oder genau falsch für sie. Also einfach vielleicht auch weiter sagen, dass es bei mir so ist, weil es bei den anderen wahrscheinlich nicht so ist. Die hören auf, weil sie keine Werbung machen mehr können. Und bei mir, ich kann die Spiele immer spielen und ja, wenn es gut geht zum Aufnehmen. Ja, und das verstehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, YouTube ist einfach so, dass es immer nur dieses Trend ist und wenn irgendwas anders ist, dann wird das gar nicht geschaut oder ja, es wird einfach gar nicht verstanden. Es wird schon geschaut, aber die Leute verstehen es nicht, wie es so ist. Und da müsst ihr euch halt auch ein bisschen entgegenwirken. Ihr müsst halt nicht immer so denken, wie YouTube denkt. Und das ist das Problem bei vielen. Sie denken so, wie YouTube denkt. Dann würden andere, die nicht so Einfluss auf YouTube haben, auch mal Aufrufe bekommen und so weiter. Benutzt die Suchanfrage mit den aktuellsten Videos auch und so und ja, andere Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich draufbleiben soll, weil die Explosion ja den Schaden hat. Bei größeren, dicken Gegnern. Der hat jetzt schon ziemlich viel Leben. Ne? Noch ein bisschen zu wenig Schaden.
Bei großen, dicken Gegnern. Wir brauchen jetzt unbedingt die Unix, die ich noch nicht habe. Also vor allem den Helm muss ich jetzt so langsam... Oh, ich darf noch nicht gehen. Also blaues Portal heißt, ich darf noch nicht gehen. Das habe ich eigentlich schon immer verstanden, aber es nicht gemacht. So. Ich habe es einfach überhetzt. Ich habe nicht drauf festgeschaut. So, also ich muss... Zweite Mission machen. Ich muss wieder reinkommen. Ich habe jetzt nicht öfters gespielt. Ich habe nur gespielt, als ich Zeit hatte, als ich nicht livestreamen musste. Und dass ich nicht Sport machen musste und so. Das ist sehr wenig Zeit. Weil sonst bin ich nie auf dem PC. Am PC. Ich bin halt auch ein Mensch, der das anders macht. Nicht nur zockt. Nicht nur livestreamt und alles. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Also ich muss nicht ausweichen, die machen so wenig Schaden. Also ich bleib drauf und es geht schneller, hä? Weil ich ja ich immer wieder sofort sparke. Aber die Explosionen machen irgendwie mehr Schaden, wenn man ein bisschen warten tut. Nö. Nö, nö, sie machen nicht mehr Schaden. Ach so geht der Bild. Ja, ich hab's jetzt wirklich ein paar Tage nicht mehr gespielt, das Spiel. Und dadurch einfach wieder ein bisschen vergessen, wie der Bild funktioniert. Ich bin halt nicht so derjenige, der immer alles weiß, wenn ich so viel denke. So viel machen muss pro Tag, so viel anders spielt. Ja. Oh, wir haben noch genug Zeit für den Boss. Dankeschön. Ja, YouTube macht nach 30 Minuten einfach viel, viel länger die Videos Verarbeitung. Ich verstehe das nicht, wieso... Wieso tun sie uns Limiten beim Hochladen? So diese Longplays und so Sachen, die gehen bei den Leuten, die wirklich wenig Videos machen. Und nicht bei Leuten, die noch livestreamen und alles noch machen. Da geht's nicht. Und die sind auch in Deutschland scheinbar nicht beliebt. Wenn ich ein Longplay schaue, angebe, dann haben sie keine Aufrufe. Und es gibt viele Let's Player momentan, die einfach keine Aufrufe mehr haben. Also viel weniger als ich zum Beispiel. Wieso denn YouTube? Wieso? Ah, Leichen. Du bist der Leichenknacki. Du siehst nicht aus wie so ein Necromancer oder ein Zombie. Ey. Okay. Wie schnell. Wie schnell das kam. Hey, ich brauche Zeit zum Verstehen dich. Ich muss dich analysieren. Ja, ja. Ach komm schon, Imperator derweil. Hey, das hat mich sofort getötet mit diesem Schamanen. Druiden damals. Jetzt kann ich einfach alles tanken. Okay, ich habe ein zu OP'en Bild mit der Defensive. Ich bleib hier. Ja, ein bisschen Schaden habe ich bekommen. Dankeschön. Aber ich wollte auch das mal ausprobieren. Das ist der heftigste Angriff von ihm, oder? Oder ist es der Hauch? Ich mache den rechten Maustaste gedrückt lassen, Simulator. Liebe Leute, ich will nicht ausweichen. Nein, Zuschauer, bitte, aktiviert mich. Schaltet den Roboter an. Och, jetzt. Ich will nicht mehr so viel Schaden bekommen, sonst habe ich dann plötzlich einen Crit. Ich muss ja sowieso noch das Schild. Ich habe ja noch ein Schild, wenn ich teleportiere. Also wenn ich diesen einsetze da mit der R, das Spell, dann habe ich ein Schild. Oh, jetzt kommt langsam die Grafikkarte wieder ins Schwitzen. Wieso erst in der Mitte vom Kampf? Hä? Ich glaube, das Spiel will mit der Grafikkarte kuscheln. Ja, ja. Ich mache weiter. Kein Problem. Bin ich hier gesichert? Ich bin schon gesichert. Okay. Ja, was macht ihr heute sonst noch? Zuschauen, wie ich den Boss verkloppe? Dankeschön für die lange Spiel. Ja, es ist auch mal nötig. Andere Bits sind halt schneller. Aber dafür bin ich unbesiegbar. Nein, nicht unbesiegbar, aber ja. Einfach viel heftiger drauf. Oh, eine Statue, eine Eisstatue. Ach komm, jetzt bin ich teleportiert. Reicht das noch? Hey, lass mich in Ruhe. Er wird immer schneller und ja. Er spammt immer mehr. Aber ich habe den Kampf noch nie so unhektisch bekommen. Ich muss mich ein bisschen schonen. Ich habe heute schon so viel gemacht mit meiner Schlaftablette. Gekämpft und so, mit meinen Mitbewohnern geredet, gegessen, getrunken, hart getrunken, Kaffee natürlich,
ohne Alkohol. So Sachen habe ich gemacht. Es ist sehr schwer momentan wirklich zu spielen. Ja, Treffervermeidung. So, natürlich die anderen nicht. Ich kämpfe nicht mit den Elementen. Und ich habe einen Stab. Ich habe nicht wirklich den Stab. Ich könnte ein Beet machen, der sofort eigentlich ja ganz nach oben kommt. Also viel schneller als dieser Beet zum Beispiel. Der braucht ja Items. Ich könnte ein Beet machen, aber ich weiß nicht, wie viele Resistenzen ich habe. Ich glaube, der ist ab Level 60 oder so. Ab Level 80. Welcher Knopf? Eigentlich Top-Porter. Ah, Tab. 81. Ich glaube, das klappt noch nicht so schnell. Bis in Level 81 bin. Ich mache, glaube ich, Eis zuerst. Frost Winter dann. Age of Winter. Zeitalter des Winters. Gut. Jo, wir machen noch ein bisschen. Ja, wir machen jetzt die Kampagne aber zuerst, weil ich brauche noch die Stärkung. Nein, die Attribute brauche ich nicht. Es ist besser, hier Gegenstände zu finden, oder? Ich tue ein bisschen Geld verdienen. Ich gehe diese Gold-Echos noch ein bisschen ab und durch. Die sind viel motivierender geworden, habe ich so das Gefühl. Haben Sie die nochmals angepasst seit dem Circle 1? Oder ist das immer so gewesen? Ich habe noch nicht Böse gehabt, um gut sie zu finden, zu sehr gern haben. Also ich war schon hier oben mit dem einen Beet. Ja, mit dem Falkonjäger. Ja, habe ich das oft gezeigt, wahrscheinlich im Livestream oder ja, nicht im Let's Play. Genau. Mit dem war ich schon hier oben, aber er hat viel länger gebraucht. Also der Imperator der Leichen, der hat nicht so lange gebraucht natürlich. Aber so einzelne Gegner haben viel länger gebraucht. Und deshalb, jo, er war einfach viel zu schnell dann tot. In diesem und im nächsten Echo. Obendran. Okay, da muss ich jetzt wieder schauen, weil da ist jetzt wieder ein bisschen weniger Performance. Also Performance, FPS habe ich immer genug. Aber Hitzeentwicklung. Ja, ich will jetzt keinen Downtime haben, sonst ist der Part einfach vorüber. Kann ich mich nicht verabschieden. Was geht ja noch 8 Minuten, also bitte hört auf damit. Was ist denn das? Das ist ein lila Item, das ist, hat wahrscheinlich T5, T6 oder T7. Mods. Tja. Diese Tiers, die wie Tiere klingen. Die Tiers, die wie Tiere klingen. Die Stufen der Bonis, wie groß. Also die sind trocken. Jo. Noch mehr Gold. Geil, ich habe schon sehr viel Gold. Ich tue die Kisten wirklich erst dann, wenn ich sie brauche, nehmen diese Slots. Nein, nicht der Knopf. Ich muss wegen Diablo 4, muss ich jetzt wieder auf die A-Taste das Inventar machen. Oder dort auf Tab. Was wollte ich machen? Gold suchen. Ich habe mehr als 1,8 Millionen verdient seit dem letzten Livestream. Boah, wie viel Geld ich verdient. Ja, ich mache sie wirklich eher momentan. Weil die Items immer schlecht spawnen, die Uniques und so. Die sind immer zu low. Also zu... Das sind nicht die Top-Uniques, sondern diejenigen, die das gleiche Base haben, aber low-levelig sind. Weil du hast einfach noch nicht die... Die Dinge sind immer gut so. Exalted. Resistenz. Ja, du hast noch nicht so die Chance, die guten Items zu bekommen von den Bases. Von den Item-Bases und so. Später aber auch nicht so. Also du, es lohnt sich einfach nicht direkt auf die Items zu gehen, sondern nebenbei die Items einfach zu bekommen. Und vor allem die Prophecy halt zu machen. Und dort habe ich ja in der Kampagne nichts. Und Imperator des Drachen ist, glaube ich, also Ding, 110 Corruption gewesen oder so. Oder wieso ist es denn? Oder einfach das Monolithe weitermachen oder so, nicht der Boss besiegen, ja. Und beim vorherigen bereite ich mich vor und im nächsten Part wird mir dann das mit dem Schüler, da der Boss vom vorherigen, also vorvorherigen von diesem Monolithen und den anderen zwei. Schwäche. Schwäche ist zwar gut, das Base-Mod, aber du brauchst es zum Beispiel für diesen Beet nicht. Auf diesem Item, auf diesem Helm.
Da du ja das Unique-Ding hast. Deshalb nehme ich das jetzt einfach nicht mit. So. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen in die Kommentare oder auf Discord oder in den Livestreams. Okay? Damit ihr natürlich das auch beantwortet bekommt. Oder eventuell halt nicht, wenn ich es nicht weiß. Jo, wenn ihr den Beat wollt, der ist unten in der Videobeschreibung natürlich. Einfach mal aufklappen. Ich weiß gar nicht, wie man das auf dem Handy überhaupt macht. Auf dem Handy habe ich gar keine Kommentare habe ich, aber keine Videobeschreibung irgendwie. Weil ich einfach nie schaue auf YouTube, auf dem Handy. Kurz manchmal, ob irgendwas passiert ist auf meinem Kanal, aber das ist ja YouTube Studio und nicht YouTube selber. Weil dort werden auch immer die Videos sofort abgespielt und ich bin halt immer unterwegs und so und will andere nicht stören mit dem Sound. So Sachen. Wieso ist es auf dem Handy dann immer sofort an, die Videos? Und auf PC nicht, dort stört es ja niemandem fast. Aber auf dem Handy stört es jeden Menschen. Im Bus und so. Also ich verstehe nicht, wieso der Mensch falsch programmiert, falsch Sachen einstellt. Welche Games und Programme, Apps und so. Wieso macht der Mensch den anderen mehr Arbeit als weniger? Was ist das? Was ist die Sache, mehr zu arbeiten? Das will ja niemand. Jeder will es so einfach wie möglich haben. Aber niemand macht es den anderen Menschen so einfach wie möglich. Weil es langweilig ist, weil man sonst nichts mehr machen muss. Man muss ja trotzdem noch etwas machen. Aufräumen, putzen und kochen und so. Also ich frage mich, wieso der Mensch nicht etwas einfacher machen will. Dafür ein bisschen mehr arbeiten muss zuerst. Sondern die ganze Zeit arbeiten muss und dann einfach immer häufiger arbeiten muss. Wieso? Roboter, sie gehen immer noch nicht anständig. Wo ist mein Kumpel, Roboter, der mir alles ein bisschen macht, weil ich auch nervenkrank bin? Ich habe nicht die Nerven aushalten, ich habe nicht so lange keine Schmerzen wie ihr. Wenn ich irgendwas machen muss, dann habe ich Schmerzen sofort. Das habt ihr nicht so schnell. Okay, schon manchmal aber. Und deshalb brauche ich Roboter. Oder einfach liebe Leute, die mir auch etwas machen und ich immer nur Arbeit geben. Aber jetzt auch wieder heute Mitbewohner und irgendwelche Freunde. Die brauchen immer meine Hilfe, ständig. Die haben meine Krankheit nicht, andere Krankheiten haben sie auch nicht. Wenn, dann haben sie Depressionen oder irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel... Sind sie dick oder unsportlich? Aber die Sportlichen, die sind fit, die machen auch etwas. Oder sind auch so, dass sie wegen dem Sport gar nichts mehr machen. Und dann habe ich auch wieder den Salat. Naja, liebe Menschen, passt euch doch ein bisschen an den anderen an. Also macht doch denen auch mal etwas Gutes. Ja, der Egoismus ist halt allgegenwärtig heutzutage. Seid einfach böse zu denen. Einfach nur böse sein. Sagen, nee, da mache ich mal gar nichts. Ihr müsst das selber zurechtkommen. Sagt das einfach frei aus und ihr müsst nicht so viel arbeiten wie ich. Bei mir ist es einfach so, die Leute müssen es machen, weil ich in ihrer Nähe bin. Also geht denen aus dem Weg, wenn ihr könnt, den Egoisten. Und Leute mit sozialem Engagement, tut ihr dafür mehr helfen. Die können es ja auch vertragen, also die verstehen ja auch, dass sie geholfen werden. So, und jetzt so langsam tut mein PC dann abnippeln. Der geht schlafen, weil er zu heiß hat. Ich muss jetzt aus dieser Wege, ich habe ja vor 2 Jahren schon gesagt, dass ich ja zu heiß in der alten Wohnung habe, also der PC hat zu heiß. Der macht zu heiß die also das Zimmer. Und ich brauche einen neuen PC, ich verschenke... meinen PC dann meinem Vater. Der braucht zwar nicht so eine gute Grafikkarte und so, aber er braucht einen neuen PC. Der hat einen PC von 2007, stellt euch das mal vor, der einfach kaputt ist. Die RAM funktioniert bei ihm gar nicht mehr. Und bei mir seit nach 2 Jahren PC auch schon nicht mehr richtig. Also es ist halt, RAM sind halt wirklich ein bisschen sensibel geworden. Nach 1 Jahr musst du einen neuen PC kaufen oder eine neue RAM. Aber es ist scheinbar wegen den vielen FPS, die man hat. Oder man hat irgendwie so gefühlt 300 FPS. Ich habe ungefähr 3000. Weil ich natürlich irgendwie kann.
Grafikkarten besser machen oder Spiele besser funktionieren bei mir. Und deshalb hat das Spiel auch viel mehr Probleme mit diesen ständigen mega viel Arbeit. Aber ich habe ja auch immer ständig mehr Arbeiten. Wie vorher gesagt, ich bin eine hilfsbereite Person, ich mache viel. Vor allem der Motivation von anderen mache ich viel. Und ich mache mir auch viel zu viel. Ich bin overlastet. Ich bin ein Mensch, der überlastet ist und deshalb geht es mir auch so gut. Ich bin eine Spannungsperson, eine friedliche, ruhige Person, die überspannt ist. Ich bin übertaktet. Bitte Leute, ich bin kein Pets. Ich bin kein Roboter. Nein, ich bin nie ein Bot. Wo ist der? Wo ist der? Da ist sie, okay. Ich suchte dich, die blöde Firua. Die hat so lange Unsichtbarkeit genossen. Nicht schlecht. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Und ich habe schon 31 Minuten. Pech, YouTube, du musst mehr arbeiten. Und ich muss länger warten. Oh ja! Mit dieser Waffe kannst du einen Falconierbild machen, der auch ziemlich heftig OP ist. Nur den will ich nicht machen wegen der Defensive. Ja, aber trotzdem ist etwas Schönes. Also danke und jo, bis wieder einmal hoffentlich. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, mir gerne. Ich sehe es gerne, wenn ihr mir ein bisschen helft. Also vielen lieben Dank. Tschüss.